Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute einen neuen Vlog für uns. Ich bin etwas krank, also immer noch meiner. Ja. Und ich habe gerade wieder diese Dutch Braids gemacht. Ich hoffe, dass das irgendwas geworden ist. Ist echt nicht einfach. Jedenfalls ist heute Sonntag. Heute ist das Finale von einem Model Contest, wo Jessie mitmacht. Der hat schon letztes Jahr da mitgemacht und davor das Jahr, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist heute das Finale und ich gehe ihn so wie letzte Woche unterstützen. Oh fuck. Eigentlich will ich meine weiße Bomberjacke anziehen, aber ich weiß nicht, da sehe ich immer so breit aus. Wirklich, da sehe ich aus wie ein Türsteher. Ich trage in der letzten Zeit total oft diese Frisur. Meine Haare sind ziemlich kaputt und ich möchte eigentlich nicht mehr so viel mit der Hitze ran. Aber ich kann es nicht lassen. Ich muss jetzt gleich los. Ich habe nur Zeit. Ich muss das hier mal abmischen, weil, Leute, ist das normal? Dass da so viel Staub drauf ist? Nein! Und ich habe gestern ein Video gedreht. Ich habe das auch eben und gestern noch bearbeitet. Und das rendert gerade. Also, wird gerade gespeichert bei 79%. Und ich werde das dann halt bald hochladen. Oh, mein Bett ist so dreckig. Ich möchte es abziehen. Ich hasse das. Kennt ihr das? Bett abziehen. Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und Vlog von der Myla. Heute, wie ihr sehen könnt, ist Karneval. Wir sind voll in Karnevalstimmung. Nein, sind wir nicht. Der Rosenmontag bei uns wurde verschoben, weil letztes Mal so viel Schnee und Eis war und sowas. Aber wir gehen heute zum Model. Wir machen heute keinen Karneval, wir gehen heute zum Model Contest im Finale. Da wird die Myla auch sehr viel vloggen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Ja. Wir müssen jetzt noch voll den Umweg laufen, weil hier alles gesperrt ist. Wegen dem Scheißzug. Und hier läuft überall Musik. Keiner weiß wie sie. Aber ja, wir müssen jetzt noch weit laufen. Dann ist der Opa von Jessie so nett und fährt uns. Sonst würden wir ja mit dem Bus fahren, aber die Busse fahren ja nicht. Ist schlecht. Ja. Jedenfalls. Oh mein Gott. Wir sind gerade bei Burger King noch. Und Fanbase. Genau. Eine Station früher. Also Jessie fährt dran. Man darf eigentlich gar nicht rauskommen. Genau, Fanbase ist ganz wichtig. Wenn man rauskommt, dass man ein bisschen rauskommt und so. Okay, das motiviert ja auch. Viel Glück. Aber du kannst es trotzdem so zeigen, dass man auch Rego nicht liest. Obwohl steht ja Messer.de. Ich nehme an, dass Jessie jetzt echt aufgeregt ist, aber in der Ruhe liegt die Kraft, ne? Genau, der schafft das schon. Guckt ihn euch an. Okay, bis gleich. Okay, tschüss. Hoste. Aber wann beginnt das jetzt? Jessie Schumacher versucht es nochmal. 18 Jahre jung. Woo! Der Fanclub ist er da. Jessie Schumacher, 18 Jahre jung, 2 Meter groß. Aus Neu-Moresnet kommt er zu uns. Man wollte mir jetzt eine Leiter hier hinstellen, die ist nicht da. Ich versuche irgendwo die. Das ist jetzt fertig. Zwei Shows, die wechseln wie immer. Gut aus, ne? Und jetzt sehen Sie aber die Mode aus der Region Aachen. Und wie fandest du es? Um Aachen herum. Wir suchen gerade eine Toilette. Wir haben eine gefunden für 50 Cent und. Ich bezahle für dich. Nein. Ich bezahle für dich. Ich hoffe, das hält sich drauf. Ja, und ja. Kommst du auf deinen Kanal? Und wenn du nicht vloggst? Ich vlog doch! Achso. voll peinlich gerade. Wir sind wieder im Burger King. Rudi hat sich wieder gegönnt. Du nicht, oder was? Aber, was hab ich denn gegessen? Fritten, ein Burger, wo die Frau war. Wie ihr vielleicht seht, ich bin sehr müde. Ich sehe auch total krank aus, ich weiß. Also ignoriert das. Aber naja, manchmal gibt es Tage, an denen man sich nicht so Tage? Fühlt. Oder Wochen, oder Monate, oder vielleicht Jahre. Naja, muss man auch mal sagen, ne? Weil man möchte euch ja nichts vorlegen. Nichtsdestotrotz habe ich mich rausgezwungen, um an seiner Seite zu stehen. Auf YouTube wird immer alles so schön geredet. Ne, Brudi, aber Real Talk. Wenn man auf YouTube ist, dann ist man gut. Ja, wenn man auf YouTube ist man, ja, wow. Dann denken alle, ich habe ein perfektes Leben. Und wenn es dann welchen schlecht geht und die irgendwie andere auf YouTube finden, ja, die haben keine Probleme. So denken die dann.
So denkt jeder. Ja. Ja. Ist doch scheiße. Ja. Denken die, die wären alleine mit dem Problem. Ihr seid nicht alleine. Jedenfalls müssen wir jetzt noch, wir müssen noch warten bis 6, 5. Dann ist die Entscheidung. Wir hoffen mal, dass der Jess gewinnt. Oh, Leute, ignoriert bitte mein Aussehen. Pilz, warte, ich hoffe eins. Weiler! Weiler! Okay, hör auf jetzt. Gehen, um das nach einigen Jahren Erfahrung so hinzubekommen, wie das jetzt die beiden machen. Ist jetzt Backstage? Oha! Weil das wird doch kein guter Vlog. Du musst einfach alle Leute sehen. Sind jetzt hinter der Bühne? Dürfen wir eigentlich gar nicht. Rudi, komm! So, also wir sind jetzt fertig. Okay. Also wir sind jetzt fertig. Jessie ist dritter Platz geworden und hat somit einen Haarschnitt verdient. Was machst du denn jetzt? Haargutschein-Budi. Ja, was machst du damit? Weiß ich nicht. Wow. Ich habe meine Haare schnell. Kannst du mir doch schenken? Ich kann die grau machen dann. Ja, deswegen. Aber würdest du? Ja. Okay, dann macht er sich die Haare wieder mal grau. Zum fünften Mal.